Da ist ein Blob. Oh, was ist das denn hier für ein Ding? Sind das Leichen, die von dieser Fäulnis überzogen sind? Ja, der richtet erstmal seinen Kopf. Ja, die sind voll mit Fäulnis. Oh, und ich werde umarmt. What? Wie schnell war ich denn tot? Was war das denn für ein Kuss des Todes? Ja gut, also wenn man jetzt nicht das Gefühl bekommt, dass man hier falsch ist, dann weiß ich auch nicht. Und mir ist trotzdem das Scheißegal, ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter, weil ich halt zur Fingerleserin will. Jemand, der das hier jetzt sieht, denkt sich so, bist du bekloppt, jetzt schon dahin zu gehen? Sag mal, da muss er erst viel später hin, nicht jetzt. Ist viel zu früh. Und ich sag, ist mir doch egal, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Was ist das denn bitte für ein Vogel? What the? Heranwachsender Schmetterling. Ach so. Es fault. Alles fault mit Scharlach. Der Boden, auf dem Kalitz steht, und Celia statt der Zauberer. Wir sind alle dem Untergang geweiht. Okay. Hütte der Fäulnis. Oh, lass mich raten. Kriegen die hier mehr Damage durch Feuer? Na, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee, lass mal. Ich sehe da gerade eine Armee der Untoten. Der verfaulten Untoten. Das sind zwei von diesen das sind haufenweise von diesen komischen Rabendingern. Wir sind ja haufenweise von denen da. Da hinten ist Gnade. Ruinen von Kalem. Oh, da kommt was Brennendes auf mich zu gerade. Der Torch von The Fantastic Four hat auch mal bessere Tage gesehen. Oh shit, der explodiert!
Ich wollte schon zurückbleiben, weil ich mir gedacht habe, hey, der explodiert bestimmt. Aber ausnahmsweise dachte ich mir, nö, so oft wie ich das gedacht habe, ist jedes Mal nichts gewesen. Die stehen alle auf und explodieren. Was zum Geil ist denn das? Ist ein Gegner? Das ist ein Gegner! What the fuck ist das für ein Mad Max Shit? Wow, fast gar kein Damage. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Sechshundert Seelen. Feuerblüte. Sieht schick aus. Wäre schon irgendwie interessant, wenn solche Blumen und ähnliches auch irgendwie in die Realität geben würde. Und zwar jetzt real wachsend. Jetzt nicht mit einem Effekt oder irgend so ein Scheiß. Aber halt wegen dem Aussehen. Und jetzt nicht als künstliches irgendwas. Der kommt hier gar nicht dazu zu explodieren. Ne, schon wieder Mad Max. Hier vorne auch. What the hell? Das ist so. Ich finde das Gegnerdesign irgendwie geil. Das ist so bescheuert. Oh, hier ist. Okay. Hier geht's irgendwo runter. Toll, dass er jetzt genau da steht, wo ich ihn nicht erreichen kann. Oder doch? Fuck, ich hätte da runtergehen sollen. Ich hätte da runtergehen sollen, damit ich in Deckung bin erstmal. Ich mag die Gegend irgendwie. Die wirkt zwar auf eine Art und Weise echt bescheuert irgendwie, aber... Weiß nicht, irgendwie spaßig. Das ist der Typ, der da in die Richtung guckt. Da sollte ich vielleicht lieber von hinten angreifen, wenn. Nope, der sieht mich scheinbar schon. Hier unten ist ein Boss. Wahnsinniger Kürbiskopf, Hammer und Flegel. Oh, klar, und dann auch noch Blutung. I can't see shit. Toll. Mit meinem Hammer auf den Kopf kloppen funktioniert leider nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier wirklich momentan lieber nicht groß irgendwie kämpfen, weil das, was ich hier gerade versuche zu bekämpfen, ist in einem, auf einem Niveau gerade, was ich nicht irgendwie bekämpfen kann. Ja.
Das oder irgendwas anderes. Maybe. Bin vielleicht einfach nur schlecht gerade. Bin einfach nur sauschlecht. Schlechtester Gamer ever. Fernglas? Teleskop? Adleraugenteleskope. Benutzt in... What? Benutzt in allen Gebieten des Adleraugenteleskop. Benutzt in allen Gebieten das Adleraugenteleskop, um wie ein Fohl in die Ferne zu blicken und euch ein besseres Bild von eurem Ziel zu verschaffen. Mein Ziel? Das sieht aus wie ein Sumpf. Alter! War das jetzt eine Falle gewesen oder... War das jetzt eine Falle gewesen oder war da oben die... Nein, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass da von da hinten die ganze Zeit einer bis hier runtergelatscht ist. Das muss eine Falle gewesen sein. Das da sieht wichtig aus, als wenn das irgendwie... Weiß nicht, als wenn du irgendwas finden würdest. Item, Boss-Arena, irgendwas in der Art. Kann ich nach unten gucken? Ah, fast. Okay. Und ist das hier die Fingerleserin? Du siehst merkwürdig aus. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh, bless you. Are you one for festivals or flowers? To the south, a grand festival to make the stars turn. To the east, the heart and bud of a flower to be. But dare you enter into the heart of the scarlet rot? Geht mit der ab. You, please, I can read them. Your fingers. Schon wieder? Okay, die sagt jetzt genau dasselbe. Süden, Osten. Okay. Also das eine ist irgendwo in dieser Richtung, das andere irgendwo in dieser Richtung. Ich markiere einfach mal, weil kann ja sein, dass da was ist. Kann ja sein, dass da irgendwas ist. Wait. Ich sehe gerade, dass sie halt auch eine Führung. Interesting. Interessant. Es führt mich also auch irgendwie jetzt wohin. Das eine wäre eventuell da und das andere irgendwo da. Gehen wir mal dorthin. Oder gehen wir vielleicht doch erstmal dahin. Ah, da ist ein Lager. Bestimmt voller Gegner, wa? Kann ich das eigentlich berühren? Scheinbar. Yep, ein Lager voller Gegner.
Hallo. Wie geht's denn so? Habt ihr was Tolles für mich? What? Macht ihr hier einen auf diese Sparta oder was? Was hast du davon? Mr. Antonidas. Oh, das ist eine Kiste. Was macht der denn für ein Salto? Das hätte nach hinten losgehen können. Oh shit! Genauso wie das. Shit. Radan Ritterbeinschutz. Schlummerndes Ei. What? Findet man durch die Jagd auf Eulen. Geschätzt als Symbol des erholsamsten Schlafs. Pff. Okay. Ein Beinschützer der Ritter, die an der Seite von General Radan kämpften. Noch hat er nichts von seinem Glanz eingebüßt. Tolle Beschreibung. Das da unten sind nicht gerade wenige und da ist auch so eine Zwiebelbirne. Ich sehe schon wieder so eine Mad Max Flammenwerferkacke. Ich meine, wenn der da seinen Todeskreisel da macht, ne? Dann musst du auf jeden Fall abhauen. Weil wie willst du da überhaupt dann ausweichen oder parieren, nicht parieren, blocken oder sonst was? What the hell is this shit? Du, ich bin tot. Das Gefäß hättest du behalten können. Was war das denn gerade gewesen? Aus dem Nichts mal eben ein Gewitter erzeugt oder was? Da, da hinten sind wieder diese komischen Viecher. Ich weiß nicht, ich will die irgendwie nicht bekämpfen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber jetzt gerade... Gibt Dinge, die sollte man einfach nur angucken. Mehr nicht. Bekämpfen? Nee. Angucken? Ja. Bekämpfen? Nee. Wow, was ein toller Angriff. Aber hey, ich meine, das ist der beste Angriff, den du machen kannst. Immerhin bist du ja auf dem ungefähr selben Niveau wie ich, ne? Du kämpfst auf demselben Niveau wie ich spiele. Der Abwehrkonter-Talisman auch, dass ich theoretisch besser da durchbrechen kann? Oh shit. Wow, was hat der für eine Reichweite? What? What?
Sprenggroßbolzen. Don't shoot at me, dude. Ich habe gerade andere Probleme. Wie Überleben zum Beispiel. Oh shit, ja klar, jetzt sieht er mich wieder. Ich muss diesen Bogenschützen ausschalten. Hat er mich mit dem Pfeil getroffen? Wait, das ist... Was ist der Typ? Oh, okay. Der hätte mir also schon vorher Probleme bereiten können. Ah, klar, jetzt kommt der Zirkus-Typi. Der Flammspucker vom Dienst. Komm, greif an. Ich will Heilung. Jo, komm schon. Ich beiß nicht. Ich hau nur mit meiner Spitzhacke zu. Danach bleibt ein bleibender Eindruck. Ach, das ist ein Rot. Ich glaube, von den Roten bekommst du wirklich dann nur Gesundheit, richtig? Nicht, dass ich da auf einmal auch die ganze Zeit Asche oder so hätte kriegen können. Das wäre blöd, wenn ja... Das wäre blöd, wenn ihr... Ist hier irgendwo Gnade? Wirkt nicht gerade so, als wenn hier Gnade wäre. Hier ist aber so ein Pfahl. Und kein Weg rein. Oh shit. Ja, zwei von denen. Ja, Chloro. Vielleicht, wenn ich Level 100 bin. Festung Gale. Was ist denn das für ein Ding? Löwe mit einer riesen Klinge am rechten, an der rechten Pfote? Wer, der holt mich hier jetzt von diesem Balken runter. Wärmender Stein. Oh, das ist ein Geist. What? Ja,
Ich finde diese Heilung mit kritischen Treffern echt geil. Die ist schon sehr nice. Und dieser Abwehrkonter ist halt auch super. Ja klar, Abwehrkonter nach Abwehrkonter. Oh, come on. Wo ist mein... Da ist mein Loot. Partisano und Radan Ritterhelm. Ach so, das ist dieser Gegner da unten. Okay. Lass das Fest des Krieges beginnen. Ehrt General Radan mit dem Ruhm eines Kriegers. Es liegt in euren Händen, Sir Jern. Okay. Ich werd wegteleportiert. Erbe der Sterngeißel. What? Erhöht die Stärke. Okay. Ja, nett, nett. Was machen wir, wenn ich zu diesem komischen Löwen da mit der Klinge darunter gehe, bin ich instant tot, wa? So wie gegen eigentlich alles Mögliche, was nicht irgendwie aussieht wie ein Mensch. Ein Portal? What? Die Dinger gibt's auch hier draußen? Ich sehe da hinten eine Kirche. Kaelit. Where the fuck am I? Oh, hier soll die safe sein, oder? Schmiedestein. Das war gerade... Ist jetzt so viel! Kann ich auf der Map sehen, wo meine Leiche jetzt liegt? Das ist Festung Gale gewesen. Ich bin da unten! What? Nee, ich will zur Festung. Zur Festung hingehen und da den Teleporter benutzen, wäre einfacher, glaube ich, als reiten? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Noch ein Fragezeichen? 11111 1 Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ciao. Ich muss weg. Ich habe dringende Termine.
War das da vorher auch schon? Ey, Sag mal, geht's noch? Hat der Lack gesoffen oder was? Der cheatet doch mit seinem Blödsinn da. Hey, guck mich mal an. Guck mal, was ich kann. Ich kann Leute töten und dabei greife ich sie noch nicht mal an. Ah, das ist eine Leiter, sehe ich gerade. Ist aber auch toll, eine Leiter, ne? Gehst du diesem Viech runter, während du da runter gehst, wirst schon angegriffen. Woho. For fuck's sake. Oh, wie? Was? Jetzt kann ich hier? Ach so, ja, genau. Ich bin ja woanders gestorben.